Moje, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni no Kuni 2. So, wir haben uns letzte Folge auf den Weg gemacht hier in die Hafenstadt Hafenna, wo uns ein Boot gebaut werden soll, ein Schiff bei Schiffszimmerer Hannes, damit wir nach Hydropolis bzw. Quast, wie heißt das nochmal, auf jeden Fall in dieses Meeresland, diese Meeresstadt gehen können. Ja. Ich habe mich ein bisschen durchgekämpft bis hierhin schon mal, habe noch ein bisschen gegrindet, nicht viel, aber so ein bisschen. Und ich will jetzt mal kurz noch gucken, wo es hier hingeht. Scheinbar gab es hier nur Glitzer. Boah, da hinten sieht cool aus, sieht aus wie so ein voll entwickeltes Pokémon. Okay, gehen wir mal Richtung Hafenna und schauen uns da ein bisschen um. Ich denke mal, weit dürfte es nicht mehr sein, wenn wir hier mal auf die Map gucken. Oder oben auf dem Plateau. Das ist auch wieder so ein wabernder Gegner. Okay. Anscheinend können wir hier auch irgendwo runter. Und das links scheint dann Hafenna zu sein. Nehme ich mal fast an. Wir kämpfen jetzt hier erstmal noch eine Runde. Gegen diesen Oinkorn. Und die Feen. Ihr seht, Evan ist mittlerweile Level 31. Da hat sich noch ein bisschen was getan. So, nicht mega viel, aber ein bisschen was. Also diese Oinkongs, die halten auch ganz schön viel aus. So, die Fee, die macht man noch platt. So, jetzt haben wir ihn aber. Aber dadurch, dass wir jetzt auch mal ein bisschen höher kommen vom Levelbereich her, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wenn wir hier kämpfen müssen, dass wir dann auch ein bisschen schneller an Erfahrungspunkte kommen. Ach nee, Hafenna scheint da unten. Ja, da ist es. Ah, guck mal da unten. Da rechts, da ist Hafenna. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet, wie das aussieht. Und ach, ich liebe das Meer. Was zur Hölle? Da hinten ist ein Wasserfall im Meer? Oh. Das ist ja schon irgendwie gruselig. Ich finde auch Strudel, finde ich irgendwie total verstörend. Hafenna. Hübsch sieht's hier aus mit den Klippen und dem Sand und dem Strand, den wir noch nicht sehen. Nein, es ist wirklich schön. Ich, wie gesagt, also ich liebe das Meer und ich glaube, eine Missmuschel, also Miesmuscheln kenne ich. Aber sieht gar nicht wirklich aus wie so eine richtige Stadt. So. Das hier scheint der Hannes zu sein. Hm? Ah, ihr müsst die Besucher aus Minapolis sein, von denen mir Sixtinius berichtet hat. Hallo. Ja, ich bin Evan, der König von Minapolis. Wie bitte? Du, Sardine, willst ein König sein? Oh, tut mir leid, ich bin Hannes, der Leiter der örtlichen Schiffszimmerer. Sixtinius hat mir eure Lage geschildert. Ich befürchte allerdings, dass die derzeitige Situation hier es nicht erlaubt, euch zu helfen. Oh. Ist etwas vorgefallen? Oh, why? Vor ein paar Tagen erschien aus dem Meer ein fürchterliches Monster. Schiffe wurden zerstört, Fischgründe verwüstet, nichts war vor ihm sicher. Die Jungs sind Hals über Kopf los, um das Monster zu bekämpfen. Nicht einer von ihnen kam zurück. Ich will ihnen helfen, aber was kann ich allein schon ausrichten? Aha. Deswegen war die Stadt so leer. Hey Evan, wäre doch nur fair, wenn wir erst ihnen helfen, bevor wir sie um etwas bitten, findest du nicht auch? Yes. Ja, aber vor allem kann ich jemanden in einer Notlage nicht einfach im Stich lassen. Sollte das alles schon an Hamna liegen? Hannes, wir sehen uns das genauer an. Oh, oh. Das würdest du tun? Dafür wäre ich dir wirklich dankbar. Das Monster hat sich in der nahen Grotte eingenistet. Hoffentlich sind unsere Jungs noch unversehrt. Remy da oben. Seid vorsichtig, ich habe gesehen, wie es Schiffe mit einem Hieb zerschlagen hat. Okay, dann wollen wir gleich mal schauen. Was haben wir Neues im Mechbook? Die Flora der Windschlangenklippen von Grünes Mechbaum. Das bekannteste Gewächs aus dieser Region ist zweifellos der Propellerklee. Mit seinen rotierenden Blättern lässt er seinen Samen hoch in die Luft aufsteigen, wo sie dann vom Wind davongetragen werden. Bei besonders starkem Wind erzeugt er manchmal sogar kleine Windhosen. Was? Huch, da war noch was. Kein Ort zum Verweilen. Oh, wieder was von Paint for Life. Dieses Aquarell ist in einer Grotte entstanden, die ich zufällig gefunden habe.
Von dem unterirdischen Fluss ging eine Kälte aus, die bis unter die Kleidung kroch. Ich brauchte ein paar Versuche, bis ich die dreuende Stimmung dieses Ortes richtig einfangen konnte. Dann habe ich Fersengeld gegeben. Oha. Ist nicht zufällig eine der Grotten, wo wir hin müssen, oder? Bislang waren ja ihre Bilder quasi so ein bisschen storybegleitend, sage ich jetzt mal. Rein zufällig natürlich nur. Lasst uns gleich mal einen Blick auf die Map werfen. Hier müssen wir jetzt scheinbar runter. Und dann können wir dem Weg folgen. Dum, dum, da, dum, 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 da, dum, dum, dum. Meine Güte, hier glitzert aber viel. Ein Scheit mittelmäßiges Holz, sehr gut. Hier haben wir noch eine Truhe. Eine Perle, okay. Hier haben wir ein Wabli. Level 28, okay, das ist schon recht hoch vom Level. Und Blublis. Blublis und Wablis. Oh, die sind so süß. Ganz ehrlich, das sind meine Lila Wablis. Das sind definitiv meine Lieblingsmobs hier in dem Spiel. Die sind einfach mega süß. So, da ist noch eine Fee. Haben wir jetzt alle? Ne, hier ist noch eine. Huch. Ich sammle hier erstmal noch ein bisschen was ein. Dann können die anderen schon mal draufhauen in aller Seelenruhe. Was keiner getan hat. Frechheit. Um alles muss man sich selber kümmern. Unmöglich. Ich muss auch demnächst nochmal hier meine Ausrüstung überprüfen. Nochmal überarbeiten. Ich habe mit Sicherheit bislang schon wieder das ein oder andere dazu bekommen, was interessant sein könnte. Ja, hier dem schweren Gegner würde ich mich jetzt definitiv momentan noch nicht stellen. Denn was die mit einem machen, wenn man jetzt nicht so mega geil im Kämpfen ist, das haben wir ja schon gesehen. Und ich glaube, ich komme momentan nur deswegen so gut durch, weil ich einfach einen ungeheuren Levelvorteil habe, den Gegner gegenüber. Deswegen will ich den auch gerne halten, solange es geht. Irgendwann werden sie mich sowieso einholen, wenn es zum Ende des Spiels, entgegengeht, aber solange kann ich mir noch einen kleinen Vorteil verschaffen. Schön hier die Küstenregion. Sehr, sehr schön sieht das hier aus. Okay, haben wir auch noch eine Truhe? Was ist das? Ein Klarheitsbringer? Was zur Hölle ist ein Klarheitsbringer? Ich habe keine Ahnung. Okay. Hier dann weiter drumherum. Da oben drauf scheint der zu hocken. Ah, guck mal, da hinten ist die Grotte. Bis dahin müssen wir auch noch einige Kämpfe erledigen. Na, das ist gut. Come on. Wow, eine große Truppe. Erstmal alle grillen. Oh, ich freue mich schon aufs Grillen. Weil ich habe meine Eltern schon davon überzeugen können, dass ich dieses Jahr unbedingt, wenn wir WM haben, ne, wenn die Fußball-WM läuft, dass ich dann unbedingt vorbeikommen muss, dass wir mal alle zusammen grillen. Wir haben nie viel gegrillt. Meine Mama ist nicht unbedingt so der Fan vom Grillen, aber da habe ich sie ja mal weich geklopft. It was it. Das Glitzern lasse ich jetzt gerade einfach mal. Das Glitzer lasse ich jetzt mal Glitzer sein. Gegen diesen Drachen könnten wir vielleicht auch mal kämpfen, aber ich würde gerne erst in die Grotte. Erstmal das Abschließen, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Dann könnten wir auf dem Rückweg mal gucken, wie wir uns gegen den schlagen. Je nachdem, was der für ein Level hat. Also er hat ja kein Gewaber um sich drumherum. Also scheint kein Special-Boss zu sein hier. Von daher könnte man sich um den ja mal kümmern. Oh, Level 55 Hydrago. Ich glaube, wir kümmern uns dann wohl besser doch nicht um den. Ich habe mich recht spontan umentschieden. Das kann ja schon mal vorkommen, ne? Watch this.
crush this. Wir machen ihn fertig. Wenn du siehst. Die Geräusche, die die machen. Ich will auch ein Knuffi haben. Nee, nicht Knuffi, Gnuffi. Ich will auch ein Gnuffi haben. Jeder sollte ein Gnuffi haben. Watch your backs. So. Dann polieren wir jetzt mal ordentlich die Schweinsnase. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Da oben läuft jetzt eine Anzeige ab, wo sonst diese blauen Kristalle sind. Aber wie habe ich das denn ausgelöst? Oh, gegen den ist das wirkungslos. Was zur Hölle? Jetzt bin ich ja normal. Okay, ich glaube, ich muss mir doch nochmal die alten Tutorial-Folgen anschauen. Oder das ein oder andere durchlesen. Gegen die kämpfen wir wohl besser auch nicht. So, die Küstengrotte. Und da müssen wir nach den verschollenen Schiffszimmerern suchen. Guck mal da hinten. Da beginnt dieser komische Wasserfall. Ob es da runter geht? Nach Dingsbums? Hydropolis? Ich kann mir nur den englischen Namen merken. Quastfloss war es, glaube ich, ne? So, einmal Lebenspunkte geheilt. Und ja, wir wollen definitiv auch vorsichtshalber mal speichern. Ich mache mal einen neuen Speicherstand. Uhuhu, es hat Seltenheitswert. Keinerlei Lebenszeichen. Ob die Schiffszimmermänner schon komplett verputzt wurden? Oh, sieht mir nach Spinnen aus. Hey! Hey, bilde ich mir das ein oder ist da etwas in diesem Stein? Stimmt, gehen wir doch mal hin und sehen uns das an. Guck mal, hier ist alles so eingewoben. Es sind bestimmt Spinnen oder irgendwas in der Art. Es ist mit Sicherheit auch ein... Was zur Hölle? Es ist bestimmt auch irgendwie ein Raum, wo wir kämpfen müssen. Was ist das bloß? Eine Art Kokon oder vielleicht ein Ei? Was zur Hölle? Blimey. Ist da etwa jemand drin? Mit Sicherheit die Schiffszimmermänner. Huh? Dort an den Wänden, überall auch. Wir müssen sie schnell befreien. Vorsicht, irgendwas ist hier. Okay, eine Spinne ist es nicht, es ist ein Oktopus. Krontakel, sechsarmiger Fluch von Hafenna. Here goes, not here goes. Ja, wollen wir doch mal schauen. Gut, gegen Krontakel kommen wir gerade ganz gut zurecht. Autsch, autsch, autsch. Okay, ich sollte vielleicht besser weggehen. Ja, er macht dann so eine Aura um sich drumherum, die weh tut. Okay. Das war neu. Das war jetzt doof. Jetzt habe ich komplett einmal eine Aufladung ins Leere gehauen. Aber er ist platt. Yay, und alle haben Level abbekommen. Sehr nice. Geschafft. Befreien wir alle aus ihren Kokons. Oh. Ich dachte schon, ich wäre Fischfutter. Danke für die Hilfe.
kaum zu glauben, dass du das Monster erledigen konntest. Uns hat es platt gemacht wie eine Flunder. Ich bin froh, dass alle unversehrt sind. Hannes macht sich große Sorgen um euch. Stimmt ja. Wir sollten uns flott beim Boss melden. Dura. Wir machen uns auf den Weg. Man sieht sich, Junge. Alright. Gehen wir auch zurück nach Hafenna. Eine abtauende Knochenrüstung. Uptown Girl. La la na 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 na. Dam da da dam. Ja, wir könnten eigentlich direkt das nochmal überspeichern. Schön finde ich ja, dass man die Spielzeit immer sieht. Wir haben bislang 14 Stunden und 8 Minuten gespielt. Beziehungsweise ist ja meine Grindzeit auch dabei. Das ist jetzt nicht das reine Let's Play. Es ist ja wirklich die komplette Spielzeit. Aber wir haben tatsächlich schon relativ viel Zeit hier in Ni no Kuni verbracht. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Kapitel das Spiel hat. Beziehungsweise wie viel Spielzeit und so. Da bin ich gerade überfragt. Wir könnten ja mal schauen, dass ich jetzt noch die Ausrüstung anpasse und zurück würde ich mich dann wieder im Off schnetzeln. So, Ausrüstung. Haben wir da was Besseres? Nee, er hat momentan schon das Beste, was er so kriegen kann. Das klingt gut. Wasser? Ich weiß nicht, ob Wasser hier so gut ist als Gegner. Weil es ist Schaden gegen Drachenmonster. Ich nehme trotzdem mal gerade den hier. So, die Ausrüstung. Uhu. Das ist nice. Wir nehmen die mit. Da hatte ich schon eigentlich so ziemlich die besten Sachen genutzt. Ich hatte mich extra gegen eins von den anderen Schwertern entschieden. Hier nehmen wir mal das. Schuhe können wir alle so lassen. Ich verdrück mich immer. Hier nehmen wir die hier. Und wir nehmen die hier. Nee, gar nicht. Die hier. Die tauschen wir gegen die hier. Der Kriegsbogen. Den belassen wir dabei erstmal. Sie kriegt einfach mal den hier. Die Schuhe sind immer noch gut für sie. Und... oh! Die Platin-Axt hier, die tauschen wir aus gegen den windigen Zweiteiler. Krasses Teil. Und... ihm geben wir den krummen Kriegsbogen noch. Er kriegt die Rüstung. Und die Schuhe können wir lassen. Okay, ihr Lieben. Ich würde mich dann für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Und dann geht's ab nach Hafenna zurück. Bis dahin, macht's gut. Notta.